Ja, hallo. Herzlich willkommen zur neuen Folge Vivis Stricklust. Ja, ich begrüße dich. Und zwar ist dies eine Handarbeits-Strick-Tagebuch-Podcast, wie ihr es nennen wollt. Zumindestens dreht sich's um Handarbeiten und um meine gestrickten Werke. Dauerwerbesendung, denn ich halte Garne in die Kamera. Eventuelle Anleitungen und ja, was gibt es noch zu sagen? Ein bisschen mein Shop ist zu sehen, handgefärbte Wolle. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass du vorbeigeschalten hast, ob nun als Wiederholungstäter und dich hat das Glöckchen erinnert, dass eine neue Folge da ist. Oder du weißt es sowieso, jede Woche, wenn es klappt, ein Video von mir. Und ja, lass uns ein wenig Zeit miteinander verbringen. Wie gesagt, ich bin die Kiwi oder werde Kiwi genannt, heiße eigentlich Kirstin. Ja, ich sage immer Kirstin, weil vorne I, hinten I. Also nicht Kerstin oder so, sondern Kirstin. Haben sich meine Eltern damals einfallen lassen vor über 50 Jahren und ja, gefällt mir der Name. Ich habe mir heute wieder mal einen Kaffee gemacht. Wir haben es jetzt kurz nach 9:30 und ich nutze natürlich meinen freien Freitag, um dieses Video aufzunehmen, um nachher noch Wolle zu färben. Ich war unten schon fleißig, habe eingeweicht. Ich habe eingeweicht normale Sockenwolle. Die Socken, also die Softsock mit Glitzer noch, dann habe ich noch Baumwollseide eingeweicht. Ich habe das erste Mal Probestränge bekommen vom Suri Alpaka Seide. Bin ich mal gespannt. Da habe ich ja eine etwas größere Ladung geordert. Die müsste in der nächsten Woche ankommen. Ja. Da will ich mal gucken, wie sich das verhält. Ansonsten haben wir eine Erfahrung mehr. Und was wollte ich noch? Ja, der ganz normale Wahnsinn halt. Ach so, das Dikey-Garn mit 280 Meter auf 100 Gramm habe ich auch. Also haben wir heute noch ein strammes Programm. Aber darum soll es nicht gehen, Kinder. 3 Jahre YouTube. Und ich freue mich, es hat bis jetzt die letzten Jahre totalen Spaß gemacht. Wir haben nur einige Höhen und Tiefen gehabt in diesen Jahren. Und ja, wenn man sich so mal die Anfangsvideos anguckt, ja, ich habe mal so reingeschaut, wie man so angefangen hat, fand ich schon irgendwo ein bisschen, ja, man merkt, man strickmäßig total weiterentwickelt, viele Techniken neu dazugekommen. Also ja, diese 3 Jahre haben mich wahnsinnig weitergebracht. Und dazu im zweiten Teil ein bisschen mehr. Ich hatte euch ja ein paar Fragen gestellt. Ich hatte gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen. Ihr habt mir auch ein paar Fragen gestellt. Und dann habe ich noch ein paar ältere Strickmodelle, die ich so vor dieser Zeit gestrickt habe, mal rausgekramt und wollte euch die zeigen. Natürlich nicht alles. Viele Sachen, muss ich dazu sagen, sind ja auch im letzten Jahr ausgezogen zu den Düsseldorfer Wollengeln. Da habe ich ganz viel hingeschickt, was man doch nicht so anzieht. Aber ein paar Sachen habe ich dann doch noch im Schrank und denke, naja, entweder passte noch mal rein oder du ziehst es an. Ja, von allen kann man sich eben halt auch nicht trennen. Aber zuerst kommen wir mal zu den Sachen, die ich auf der Nadel habe. Und zwar hole ich mal, ich habe mir heute früh Cindys Podcast angeguckt. Cindy, ich war fleißig, also wirklich. Ich habe nämlich am Like a Cloud weiter gestrickt und hatte ja gesagt in der letzten Woche, ich habe den einen Ärmel fertig gehabt und den anderen Ärmel angefangen. Ja, und natürlich habe ich dann eben Gas gegeben und
meine Leih geklaut hat zwei fertige Ärmel. Und jetzt brauche ich nur noch den Körper. Nur noch ist gut. Also es ist ja doch noch ein ganz schönes Stück. Aber beim letzten Mal, ich habe mir einen Markierer reingemacht. Vom Körper war ich ja hier. Da hatte ich dann aufgehört und die Ärmel gestrickt. Und also ich habe dann sozusagen einen Ärmel und dieses Stückchen gestrickt und freue mich immer noch auf diese Jacke, wenn die mal fertig ist, weil das ja die Deich-Silky von mir ist, die im Moment nicht im Shop ist. Also da braucht er nicht gleich wieder rennen und gucken. Aber diese Merino-Seidenmischung ist ein Traum. Und dann ist ja noch das Suri-Alpaka mit der Seide drin. Und die beiden Sachen zusammen. Also wirklich. Und deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, auch mal Suri-Alpaka mit reinzunehmen in den Shop. Weil ja nicht Mohair habe ich ja schon drin. Da sind ja diese von die Extraklasse von Zitron drin. Aber nicht jeder mag ja Mohair. Und ich meine, ich habe da keine Probleme, wenn man das so als Beilaufgarn nimmt oder wenn man ein Tuch aus Mohair strickt oder irgendwas mit einem doppelten Faden irgendwo. Ja. Aber wie gesagt, das Suri-Alpaka ist natürlich auch eine Wucht. Und da werden jetzt die Stränge bei mir im Shop, die einziehen, haben 50 Gramm 300 Meter. Und das sind 74% Suri-Alpaka und 26% Seide. So, genau. Jetzt wisst ihr Bescheid, was neu einziehen wird. Ich habe es ja auch schon im Shop angekündigt. Vielleicht schaffe ich es ja noch als Monatsgarn. Und wenn nicht, dann ist es im Sommer als Monatsgarn drin. Weil ich nicht weiß, die große Lieferung kommt erst in der nächsten Woche. Mal sehen, wie es klappt. Zoll und so weiter und so fort ist ja schon durch. Das Muster kennt ihr. Ich komme mal wieder rüber gerutscht. Ist wirklich eingängig und ich habe jetzt auch nicht wieder den Fehler gemacht und habe das Muster von den Runden hier. Deshalb musste ich ja damals noch mal alles auftrennen. Da war ich ja schon fast bis zu der Ärmelabtrennung, weil es gibt einmal einen Mustersatz oder Schart, der in Reihen gestrickt wird und einmal für Runden. Und ich, dumme Planschkuh, hatte natürlich damals am Anfang den für die Runden genommen. Und ja, sah auch nicht schlecht aus, aber war eben halt nicht richtig. Und jetzt habe ich aber das richtige Muster und an den Ärmeln, wie man sieht, sieht es genauso aus von der Struktur her wie hier. Ist eigentlich ein ganz einfaches zwei rechts, zwei links Muster, bloß mit noch glatt rechts zwischen rein. Aber gerade diese Schlichtheit macht es ja. Und ich bin gespannt, wie weit ich jetzt noch komme. Ansonsten muss ich noch mal nachfärben. Kriege ich aber dann auch hin, denn ja, ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch, ich habe noch so viel von dem Deich-Silky. Ansonsten muss ich nachbestellen und dann wandern ein paar in den Shop und ich mache mir meine Farbe. Und das ist ja das Suri und beide zusammen verstrickt ergeben ja dann diesen Blauton. Und ich kriege jetzt von einer ganz lieben Zuschauerin noch so einen Farbton in Mohair. Und wenn es wirklich so nicht hinhaut, dann bastle ich eben Seide und Mohair zusammen für das untere Stück. Da bin ich ja schmerzfrei. Genau. Also, ich war fleißig. Nicht, dass ihr denkt, ich habe gar nichts getan die Woche, aber ein bisschen was ist gewachsen. So, zweite Sache. Heute rausche ich irgendwie durch. Wir haben 9 Minuten erst und aber macht ja nichts. Ich habe ja auch noch eine ganze Menge zu zeigen. Natürlich habe ich weiter gebastelt an diesem
Dreieckstuch, das hat mir ja auch keine Ruhe gelassen. Es wird ja ein ganz normales, einfaches, schmales, langes Dreieckstuch. Und immer wenn der Farben diesen alt rosa Tuch hat, dann strickt man halt hier diese Masche oder dieses Büschel. Und ja, fand ich auch, also heute wird Sockenwolle gefärbt mit ein paar Farbtönen unterschiedlichen Türkis, mit vielleicht altrosa, grau, mit Türkis und na, ich kann mich da ja austoben, weil die Nachfrage nach diesen Garnen für dieses Assisen Pooling, wie es auch immer ausgesprochen wird, da war. Und dann könnt ihr mit zwei Strängen direkt diese Strickanleitung, die es bei Reveille dazu gibt, stricken. Und dann wird es ein richtiges großes Dreieckstuch. Oder ihr kauft einen Strang und strickt einfach so drauf los nach dem Video, habe ich doch letzte Mal, glaube ich, geteilt. Ich wollte es ja unten runtersetzen. Wenn nicht, fragt er mich und dann teile ich das nochmal unten, wenn ich es vergessen habe, in der Infobox. Und dann kann jeder sich das zusammenbasteln. Ich habe auch schon gesehen, dass sich manche Oberteile von stricken mit dieser Technik. Für den Sommer kann ich mir das auch gut vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier diese Baumwollseide, also da ist ja Merino drinne, ein bisschen Poly drinne, Baumwolle drinne und Seide drinne. Und es ist wirklich ein richtiges, schönes, leichtes Garn. Gerade so für leichte Sommertücher oder Sommertops kann man die wirklich gut nehmen. Und gerade so, manchmal hast du halt ein paar mehr. Es kommt eben ganz drauf an, wie fest man strickt oder so. Also man muss sich da wirklich drauf einlassen, weil wenn der Streifen kommt, manchmal ist auch der Zwischenstreifen. Ja, ich habe es ja das erste Mal gefärbt in dieser Art. Und bei der zweiten Ladung, die ich heute mache, da werde ich dann die Übergänge versuchen, wirklich gut hinzukriegen, dass man nicht noch so ein bisschen einen Streifen mit drinne hat, wo dann die eine Farbe schon zu Ende ist, die andere Farbe noch nicht ganz angefangen hat. War ja erstmal bloß ein Experiment, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber ich stricke das Tuch auf alle Fälle fertig, weil es wirklich was ganz Leichtes ist. Und wenn man denn ein schönes T-Shirt, eine Jeans im Sommer und dann so ein leichtes Tuch rum hat, kann ich wirklich empfehlen. Also ist wirklich eine schöne Sache. Und die stricke ich mit einer. Ach, das Tuch, das ist ja eigentlich. Muss ich mal gucken. 3,5er. Ganz stinkt normal. 3,5er Nadel von Chiagu, weil die sind für mich eigentlich mit am besten. Hab sie auch im Shop drin, obwohl ich da wir ja, wir auch von anderen Leuten wisst, mit den Nadeln im Moment so ein bisschen Problemchen haben, auch noch am Umswitchen bin und noch ein paar andere Firmen mit reinnehme. Ja, man muss ja nicht immer nur eine Nadelmarke im Shop haben. Man kann da ja auch ein bisschen switchen und andere noch mit reinnehmen. Knit Pro, Pony, Lücke, je nachdem. Adi, für jeden was dabei. Der eine mag die, der andere mag die. Und warum soll ich dann mich nur auf eine Schiene festlegen? Also wird da auch noch ein bisschen was sich in der nächsten Zeit ändern. Ja, und jetzt komme ich schon zu meinem Projekt, an dem ich erst seit 2 Tagen stricke, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen habe ich jetzt einen Fussel? Ja, ich habe einen Fussel. Na, den Fussel müssen wir ja nicht an der Stelle euch in die Kamera zeigen. Ich hatte ja bei der Susanne Sommer
mich für diesen Mystikal angemeldet, habe euch ja auch die Garne in die Kamera gehalten. Das kann ich auch noch mal machen. Farbe A und Farbe B. Das ist meine Farbe A. Da bin ich gerade am Stricken. Das ist meine Farbe B. Das ist ja auch die Softsock aus dem Shop. Das ist dann die Farbe C. Die ist noch nicht dran. Ja, ich habe es immer noch so. Aber mich stört es nicht. Ich mache das ja nachher ab. Ich habe es nur wegen dem Wickeln. Und damit sich keiner wieder aufregt, dass ich da so ein Klebedings drauf habe, zeige ich es jetzt eben halt richtig in die Kamera. Der Kleber liegt auf meiner Seite. Und das ist nachher das Kontrast, die D-Farbe. So, und wer jetzt nicht möchte, ich halte jetzt das in die Kamera, dann wisst ihr, es geht um das Tuch. Ich habe ja, wie gesagt, vor 2 Tagen angefangen und es macht Spaß. Ich liebe ja Brioche, das wisst ihr ja. Und ich habe ein wenig gestrickt, weil viel Zeit hatte ich die letzten 2 Tage nicht, nur abends. Und ja, ich musste auch schon zurückstricken und ich kriege jetzt Brioche zurückstricken hin. Also ich habe mich schon wieder weiterentwickelt. Also nicht nur, dass ich die Technik überhaupt in den letzten 3 Jahren gelernt habe, was ich vorher ja nie gemacht habe, sondern ich habe, jetzt weiß ich auch und kann auch mal eine Reihe wieder zurückstricken, wenn ich merke, ich habe am Anfang was vergessen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich zeig's euch. So weit bin ich. Ich zeige es euch in die Kamera. Das ist hier die Anfangsseite. Dann kommt immer, der wächst ja kraus rechts. Dann haben wir dieses Brioche, was mit der Farbe B zum Vorderschein kommt. Hier ist Brioche Farbe A, wieder kraus rechts. Und das ist wieder die B-Farbe. Natürlich sieht es auf der Rückseite, brauche ich eigentlich nicht zeigen, genau umgedreht aus. Ich klappere mit meiner Kaffeetasse, aber die Nadel war noch nicht drinne. Genau. Also das ist ja dann der Kraus-Rechts-Teil. Und hier habe ich jetzt noch den Teil. Also es macht Spaß. Es wird ungefähr noch so ein Stück werden. Weil ich habe jetzt 1, 2, 3. Ich schmule mal auf die Anleitung hier unten. Da will ich bloß, da ist zum Schluss ein Bild und da kann ich euch nämlich sagen, wie viel Streifen. Also ich habe jetzt 1, 2, 3 habe ich. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 Stück. Also ich bin jetzt beim 4. und 7 muss ich. Ein bisschen was zu stricken haben wir noch. Also ich habe ja die Anleitung auch noch mal. Aber dann, ja, ich glaube, heute kommt schon das Neue raus oder morgen oder nächste Woche. Ich weiß es nicht. Ich stricke in meinem Tempo. Ich poste natürlich auch auf Instagram mal, wie weit ich bin. Und ansonsten, wenn die anderen fertig sind, mich stört es auch nicht, wenn ich die Bilder sehe von den anderen, obwohl Mystik, ich habe da keine Probleme. Und deshalb stört mich das auch nicht, wenn die anderen schon weiter sind. Wohnt in der Projekttasche mit so einem etwas kleineren hier oben, nicht so einen großen. Das ist der einzige Nachteil bei dieser Tasche. Aber es ist meistens für Sockenprojekte und im Moment wohnen halt die beiden Knäule. Wenn ich die nacheinander reinpacke, passen sie auch rein und läuft alles. Und da werde ich heute Abend erst weiter stricken, weil wie gesagt, nachher habe ich erstmal keine Zeit, mich hinzusetzen. Ich habe heute früh noch ein bisschen. Wie gesagt, eine Stunde habe ich ja Cindys Podcast geguckt, Masche für Masche. Und bei der Gelegenheit habe ich natürlich weiter gestrickt. Und ja, dann habe ich gedacht, so jetzt aber bin ja wieder mit meinem Mann um 5:30 aufgestanden.
Dann hatte ich ja, wie gesagt, ein bisschen Strickzeit. Dann habe ich gedacht, okay, bereitest du die Wolle und alles fertig, kann jetzt einweichen, nimmst in der Zeit auf. Dann bearbeiten wir das Video. Dann, wenn das verarbeitet, das dauert ja auch immer noch eine ganze Ewigkeit. In der Zeit werde ich einkaufen fahren. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, brauche ich es bloß hochladen. Dann muss ich mich ja um nichts mehr kümmern. Und dann kann ich runtergehen und dann habe ich bis heute Nachmittag um 5 Uhr Zeit, unten Wolle zu färben. Dass, wenn mein Mann nach Hause kommt, alles erledigt ist oder zum größten Teil alles erledigt ist. Und ja, und dann habe ich Wochenende und Strickzeit. So, das sind eigentlich die drei Sachen, an denen ich die letzte Woche gestrickt habe. Ja. Wenn ihr euch fragt, was ich anhabe, kann ich nur sagen, das ist der Waripo, den ich mal gestrickt habe in einer Folge. Also die Anleitung gibt es auf Reveille von der Waltraud Diek. Ganz toller Pullover. Ich liebe diesen Pullover. Und das Garn habe ich mir ja mal von der Hamburger Wollfabrik mitgebracht. Das ist auch ein Baumwollgarn gewesen, was ich mir damals auf Kone, ich habe da noch was von, deshalb gucke ich da gerade rüber, gekauft habe. Und den habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren im Sommer gestrickt. Also vor ist ja nicht, den muss ich 19 schon gestrickt haben. Also ja, so vielleicht, wen es interessiert, habe ich ja, der guckt dann mal 2 Jahre zurück in den Videos, wo ich dann ein bisschen was dazu erzähle. Ansonsten verlinke ich die Anleitung. Ich habe den wahnsinnig gerne. Der ist wirklich hier so an der Seite hinten ein kleines bisschen höher. Vorne ist er ein bisschen kürzer. Das ist das, was mir wahnsinnig gut gefällt. Und der hat hier so eine schöne Raglan-Linie. Und auch der Ausschnitt gefällt mir. Also es war wirklich ein ganz toller Pullover und den kann ich mir gut und gerne vorstellen, nochmal zu stricken. Und das ist jetzt auch schon so die richtige Überleitung. Pullover, ich wollte euch ja mal zeigen, wir haben ja jetzt, wie gesagt, 3 Jahre unseren Podcast und da habe ich gedacht, machst du mal ein bisschen andere Folge. Und ihr wolltet ja, ihr habt etliche Fragen gestellt und einige hatten auch angefragt, ob ich nicht auch mal so aus meiner Zeit, bevor ich YouTube gemacht habe, was ich da gestrickt habe, mal zeigen kann. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich alle am Anfang meiner YouTube oder noch davor, jedenfalls sind die, liegen schon bestimmt 3 Jahre und noch länger im Schrank. Und dazu habe ich mir natürlich wieder, denn das zeigt sich besser, meine Schneiderpuppe genommen. Das ist ein Raglan-Pullover. Ihr wisst ja, ich liebe Raglan. Raglan-Pullover, ein ganz. Ich hole euch einfach mal ein bisschen ran. Hier oben ganz einfache Raglan-Naht. Das Hals habe ich damals. Ich mache ja immer Freischnauze, muss ich dazu sagen. Also ihr dürft mich da nicht so fragen. Ich lege ja dann immer das rum und teile mir das dann erst durch 3 und dann die 2, ein Drittel und das andere Drittel, was übrig bleibt, das teile ich mir dann nochmal durch 2 und das mache ich dann für die Ärmel. Und so stricke ich meine Raglan-Pullover, lege mir eine, je nachdem, wie ich den Hals haben möchte, ob weiter oder enger, lege ich mir eine Luftmaschenkette um den Hals und dann nehme die Maschen auf und dann sehe ich das ja vielleicht mal eine mehr oder man macht sie raus. Ja, und so stricke ich. Das ist ein Garn, das habe ich schon ganz, ganz ewig. Das ist so ein türkisches von Alize, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob da Wolle großartig drin ist oder ob das nur ein Polygarn ist, aber der ist, wie gesagt, kunterbunt. Ich heb mal hoch. Unten habe ich dann auch, damit sich nicht wälzt, so ein Kraus-Rechts-Bündchen gemacht. Aber ich trage den eigentlich nicht, weil er noch ein kleines bisschen eng ist.
Aber ansonsten, und weil man, ja, den kann man, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ein Polygarn ist. Ich schwitze sehr schnell. Und mit diesem Pullover, tut mir leid, den kann ich wirklich nur ab und zu mal anziehen, weil, wie gesagt, ich da sehr schnell drin schwitze. Und ja, deshalb liegt er wahrscheinlich auch im Schrank. Und ihr seht ja noch die Falten. Ich lege die ja immer so, zack, und so liegen meine Pullover im Schrank. Und wenn der 3 Jahre so liegt, dann wisst ihr, dann haben wir da eben halt so eine Kante drin. Also der liegt wirklich schon. Wobei der hier überhaupt nicht, weil den trage ich gerne. Gerade jetzt so, wenn es ein bisschen wärmer wird, eine Strickjacke drüber. Und man ist angezogen. Den nächsten Pullover, den habe ich auch aus so einem türkischen Garn. Und das muss so ein, weiß ich nicht, so ein Bändchengarn. Gleiche Firma. Den habe ich auch gestrickt. Und den habe ich aber so gestrickt, wie ich ganz früher meine Pullover gestrickt habe. Entweder so oder Raglan. Und zwar sind das zwei Teile, die ich laienhaft. Ich bin da, wie gesagt, deshalb stricke ich ja gerne Raglan, weil so schön zusammennähen kann ich nicht. Aber das war auch so eine Art Verlaufsgarn. Okay, die Farbe ist nicht mehr so kräftig. Aber ich weiß auch nicht, was das für ein Muster ist. Ich kann euch das nicht sagen. Und ihr müsst mir jetzt auch nicht unten runterschreiben, welches Muster das gewesen ist, weil ich stricke den garantiert nicht nochmal. Ich wollte euch den bloß zeigen. Den ziehe ich auch sehr selten an. Man strickt, den habe ich ja von unten angefangen zu stricken und dann ungefähr in der Höhe, wo die Ärmel sind, habe ich halt Maschen aufgenommen und dann habe ich den Ärmel sozusagen in einem Stück gleich mit dran gestrickt. Und ist eigentlich auch ganz gut geworden, habe ich hingekriegt. Ich habe natürlich noch eine ganz einfache Art, Pullover zu stricken. Müsste ich auch bei haben. Genau. Aber das ist so ein Pullover, den ich wirklich, den habe ich bestimmt 5 Jahre oder noch länger. Ja, der liegt auch im Schrank. So, auch aus dem Grund, nicht weil, also der ist nicht, da schwitze ich nicht drin. Das muss Baumwolle sein. Das muss pure Baumwolle, muss ein Baumwollbändchengarn irgendwie sein. So fühlt sich's jedenfalls an. Aber ja, die Maße haben dann eben halt in der Jahreszeit, wo man den tragen kann, nicht so ganz gestimmt. Stimmen immer noch nicht so ganz, aber egal. Den Pullover habe ich gestrickt, das weiß ich, da bin ich nach Irland in den Urlaub geflogen. Und das muss das Jahr gewesen sein, bevor ich den Podcast gemacht habe. Ein Mörderteil und das auch wieder glatt. Und da habe ich einfach nur mir selber Löcher reingemacht, Lochmuster, dann mal 3 Reihen links, dann wieder Lochmuster. Und den habe ich auch. Der passt. Der ist sehr oversized geworden. Da hatte ich noch eine andere Konfektionsgröße, glaube ich. Ja. Natürlich auch nicht perfekt, auch mit ein paar Fehlern drin. Aber ja. Ich nehme das da nicht so. Und dieses Garn, das ist auch so ein merzisierte Baumwolle gewesen. Ist so ein, eigentlich ist er ein bisschen mehr Kiwigrün. Also bei euch kommt er sehr mintig rüber. Aber ich will jetzt hier nicht großartig noch umschwenken. Wie gesagt, ziehe ich auch nur zu Hause an dem Pullover. Wegen gewisser Fehler. Aber ja,
Hat aber trotzdem Spaß gemacht, sich sowas auszudenken. Also wie gesagt, man kann drauf losstricken, man muss nicht, ja, es gibt wahnsinnig tolle Pulloveranleitungen, wie der zum Beispiel. Aber wenn man irgendwo ein bisschen Wolle hat oder sowas, man kann ja kreativ sein und dann denkt man sich halt einfach mal so eine Musterfolge aus. Das ist ja kein Hexenwerk. Ein paar Runden abzählen kann jeder, der stricken kann, und dann kriegt man das auch auf die Reihe. Und dann kann man sich individuell für jemanden alleine halt ein Oberteil machen. So, was kommen wir? Wir kommen jetzt zu einem Pullover, der ist noch länger, der ist noch älter. Und zwar war ich damals, ich weiß gar nicht, das muss 14, 15 gewesen sein. Da habe ich den, glaube ich, gestrickt nach einer Anleitung oder ohne. Doch, den habe ich nach einer Strickanleitung, natürlich in Teilen. Ach, ich mag das nicht. Ich zeige ihn euch erstmal so. Da sind dann immer so eine, ich ziehe ihn gleich auf die Puppe, so eine komischen, in gewissen Abständen Lochmuster. Und ich glaube, damals habe ich die Umschläge noch verkehrt rum gemacht. Also ich hatte mal die Angewohnheit, als ich habe es mir ja auch im Großen und Ganzen, ich meine, okay, ich habe von meiner Oma, jetzt kommen wir mal zu dem Eingemachten so zwischendurch. Die Zuschauer haben ja gefragt oder ihr wolltet ja wissen, seit wann ich stricke. Ich stricke eigentlich schon, also wir haben zu, ich bin ja ein DDR-Kind und wir haben bei uns in der DDR in der Schule Handarbeitsunterricht gehabt, wo man nähen gelernt hat, sticken gelernt hat, stricken gelernt hat, häkeln gelernt hat. Das war so ein richtiges Unterrichtsfach und da waren so die Grundbegriffe. Und ich habe schon immer Freude dran gehabt und bin. Das war aber auch ziemlich im Grundschulalter. Da müssen wir so 7, 8 Jahre, ich glaube so in dem Dreh, also ziemlich zeitig, nicht gleich in der ersten Klasse, aber in der zweiten oder dritten hatten wir, ich glaube zweite Klasse, dritte Klasse hatten wir Nadelarbeiten. Und ja, ich war viel bei meiner Oma und meine Oma konnte sehr gut stricken. Und dadurch, dass ich das dann in der Schule auch mitbekommen habe und es mir Spaß gemacht hat, habe ich mit meiner Oma viel gestrickt. Also sie hat mir da einige Sachen beigebracht und ich bin immer dran geblieben. Zwar immer nur kleine Sachen, aber also nicht irgendwie Pullover oder sowas. Das habe ich erst viel später gestrickt. Aber eben halt kleine Kleinigkeiten, Schal, ein Tuch. Natürlich die obligatorischen Topflappen und ach, alles Mögliche. War immer schön, wenn man. Und dann haben wir eben halt gesessen und gestrickt und erzählt. Und ich habe Oma immer so gerne von früher zugehört. Und da, ja, früher zu DDR-Zeiten oder so, ja, Racklern gab es, glaube ich, auch. Aber es war nicht so verbreitet. Da wurde viel, wie gesagt, in Teilen gestrickt. Also ich kann mich echt dran erinnern. Ich habe auch meine ersten, ich glaube, meinen richtig allerersten Pullover, den ich gestrickt habe, da war ich so 19, 20. Da habe ich dann angefangen, Oberteile für mich zu stricken. Da war damals dieses Faunmuster gerade ganz innen und dann wurde so ein Fledermausärmel-Pullover gestrickt, zweifarbig, und wir hatten ja auch nicht so eine schöne und so viel Wolle. Also Wolle war ja zu DDR-Zeiten auch Mangelware. Und wenn man denn mal was ergattert hat, dann hat man sich das dreimal überlegt, was man draus strickt. Ja, genau. Also in der Schulzeit, Teenagerzeit, dann wurde es nicht mehr, da habe ich nicht gestrickt und dann habe ich wieder angefangen zu stricken, wo ich dann nachher in der Lehre war und raus war aus der Lehre, weil man wollte sich dann auch mal irgendwas Schönes oberteilmäßig anziehen, was so ein bisschen modern ist, was man so aus den Westzeitschriften gesehen hat.
Denn Oma hat ja immer mal irgendwo so eine Zeitung, so eine bunte Zeitschrift oder sowas mit rüber geschmuggelt. Und wenn man das da gesehen hat, dann hat man gedacht, oh ja, sowas würdest du auch gerne können. Und dann hast du eben halt rumprobiert und experimentiert und hat auch geklappt. Und so habe ich eigentlich richtig doll gestrickt, habe ich dann, als mein Sohn geboren wurde. Da habe ich ganz viele, hatte ich schon mal eine Folge gezeigt, ne? Die Kinderpullover, ich habe ja nicht mehr alles. Man hebt ja nicht alles auf, aber so einige habe ich aufgehoben, die ich damals gestrickt habe. Und da weiß ich, da gab es mit Motiven ein Stricken. Und da habe ich mich aber schwer getan. Da habe ich einmal einen gestrickt und dann habe ich gedacht, nein, also mit den, ja, heute kann ich das mit den Spannfäden. Ich habe doch nicht gewusst, dass man die dann verkreuzen muss und dann mitziehen muss. Und dann bammelte es da und ach, hört auf. Aber Hebemuster habe ich damals viel gestrickt für den Jungen, weil das dann auch so ein bisschen farblich abgesetzt war, aber eben halt einfach zu stricken. Man strickt ja trotzdem die Reihe rüber und muss nicht irgendwo mit den Faden abschneiden, dies oder jenes. Das habe ich, und ansonsten, wie gesagt, normale Pullover, Strickjacken für den Kleinen. Die waren ja auch schnell gestrickt und für mich dann auch. Und dann war wieder eine ganze Ewigkeit, da habe ich gar nicht gestrickt. Und dann habe ich, glaube ich, erst so richtig wieder angefangen mit Stricken. So, mit Ende 30. Mit Ende 30, da habe ich dann wieder richtig doll. Und da ging es dann auch los, da hatte ich auch meinen Mann schon. Wir waren zwar noch nicht verheiratet, aber wir haben uns da schon kennengelernt. 40, ja, den 40. Zum 40. Geburtstag, weiß ich, habe ich von meiner, da wollte ich nämlich mal mit dem Rauchen aufhören. Habe ich auch, aber ich habe nicht lange durchgehalten. Da hatte ich nämlich von meiner Mama bekommen, so eine riesengroße Kiste. Na hier, so diese Plastikkisten, die man so als Rollcontainer so. Und da war ganz viel Wolle drin. Ich hatte auch gesucht, ich habe zwar noch einen Schal und eine Weste, die ich da aus der Wolle gestrickt habe. Damals war so dieses fransige, flauschige Garn modern. Da hatte ich mir was gestrickt. Da, genau, da hatte ich einen Pullover gestrickt und eine Weste habe ich noch gestrickt. Vielleicht suche ich die mal irgendwann raus und ich habe jeweils, Entschuldigung. Den Schal habe ich, glaube ich, mit zu den Düsseldorfer, oder habe ich alles, den Düsseldorfer Wollengeln. Kann auch sein, dass ich die mitgegeben habe, dass ich die deshalb jetzt nicht gefunden habe. Und da habe ich dann wieder richtig doll angefangen zu stricken. Aber dann wieder so richtig. Also so, dass ich jeden Tag gestrickt habe, meistens abends beim Fernsehen. Oder wenn man draußen im Garten gesessen hat oder in Urlaub gefahren ist, unterwegs mit dem Zug. Ich musste damals auch noch arbeitsmäßig mit dem Zug fahren. Habe ich Strickzeug immer irgendwie mit bei gehabt. Und ja, das sind so mein Werdegang im Stricken. Und so weiterentwickelt, weil, wie gesagt, mustermäßig, Brioche und sowas ist alles erst so durch dieses YouTube. Ich gucke gerne, also ich habe ja angefangen vor 4 Jahren, 4 Jahre, also 3 Jahre mache ich es jetzt, bestimmt vor 4 Jahren, 5 Jahren habe ich angefangen, die allerersten Strickpodcasts zu verfolgen und dann habe ich irgendwann gesagt, oh, kann ich auch mal probieren. Und jetzt sind es 3 Jahre. Aber jetzt haben wir lange genug geschwafelt. Jetzt zeige ich euch nochmal den Pullover. Und das ist wieder so eine Konstruktion gewesen. Das sind eigentlich bis hierher glatt rechts hoch. Dann habe ich 2, 3 Maschen bloß zugenommen. Das ist so ein angedeuteter Ärmel. Und dann habe ich nachher die Maschen aufgenommen und habe ein Bündchen rangestrickt. Mehr ist das auch nicht. Also einfach nur glatt rechts hoch. Okay, hier ist noch ein Muster mit drin. Das wäre, und das ist so ein schöner Olivton. Und das ist aber auch, was es für eine Wolle ist, kann ich euch leider
nicht sagen, weil das wirklich schon Asbach uralt ist. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so rauskriegt, dieses Muster. Ja, soll irgendwie so ein Muster sein. Ich habe mir jedenfalls Mühe gegeben und ich konnte ja damals diese Umschläge nicht. Bei mir sah es immer alles anders aus. Dann war ich damals bei meinem ersten Wollfest in Köln. War das das erste oder was? Ja, das war das erste. Da bin ich mit meinem Mann und unserem Kumpel sind wir nach Düsseldorf geflogen, weil es war kürzer, von der Zeit her und viel hat sich das damals auch nicht vom Preis her genommen, wenn man zeitig genug bucht. Und so ein Düsseldorfer oder Kölner war ja damals noch in Köln. Das Wollfest ist ja immer schon ein Jahr vorher bekannt, sodass man da wirklich günstig Flüge buchen konnte und damit hat man mehr Zeit. Und die Männer sind dann in Köln unterwegs gewesen, haben sich alles angeguckt, was sie so interessiert hat. Und ich hatte wirklich den einen Tag für mich gebucht und war schön auf der Rheinterrasse da, also in dieser, wie hieß denn das, wo die Köln war damals in, das muss irgend so was mit einem Sportmuseum, Schokoladenmuseum war auch gleich mit um die Ecke und wir haben, das war wie so ein großes Fabrikgebäude und da ja, haben wir denn draußen auf der Terrasse schön gesessen und also da habe ich wirklich, es waren ganz viele Wollhändler da. Das fand ich damals schon wahnsinnig interessant. Da ging es dann los mit dem Handgefärbten. Da fing das dann, glaube ich, gerade so an, die Zeit. Das muss 16, 17, irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein, wo so die handgefärbten Garne, Ponderosa und wie sie alle hießen, so die bekanntesten waren damals da. Natürlich habe ich da auch unseren Bernd kennengelernt, der ja nun nicht mehr unter uns ist, der Bernd Potschuh. Und ja, der war ja auch cooler Typ und wie gesagt, auf der Terrasse gesessen und dann schön gestrickt. Da habe ich mir das Muster gekauft, weiß ich noch. Habe ich bis heute noch nicht gestrickt, Kinder. Ich habe angefangen und dann habe ich es wieder in die Ecke geschmissen und da lag es dann eine ganze Zeit und dann habe ich es nachher geribbelt, weil ich gedacht habe, das kapierst du nie, den Strandwanderer. Das war auch so ein Tuch. Der Strandwanderer war auch ein Tuch, ja. Aber mit diesen, da konnte ich die verkürzten Reihen noch nicht. Und die brauchst du ja da. Da habe ich auch noch nicht die, da habe ich auch noch nicht mal Socken gestrickt. Socken habe ich erst später angefangen zu stricken. Die habe ich mir ja am Laptop beigebracht, Socken stricken. Dann habe ich immer ein Video. Dann habe ich auf Stopp gedrückt. Dann habe ich wieder weitergemacht. Und so habe ich mir das Sockenstricken ja beigebracht. Dafür ist ja so YouTube und eine Kamera, Laptop, alles, was man so nehmen kann. Ich glaube, Handys damals mit Internet war noch gar nicht so dolle, dass man da irgendwas geguckt hat. Das hast du alles am Laptop gemacht. Ja, das war mein erstes Wollfest in Köln. Es war wunderschön. Und danach war das nächste dann in Hamburg. Und da habe ich dann meine erste handgefärbte Wolle. Ich ziehe in der Zeit schon mal der Puppe noch ein Oberteil an, was auch älter ist. Ganz alt. Pulliwolle. Aber auch nicht weiter getragen. Ihr könnt ja mal sagen, ob oder ob nicht. Ja, dann waren wir in Hamburg mit meiner Freundin. Und da habe ich dann meine allererste. Das Tuch habe ich jetzt leider unten. Aber das habe ich schon oft umgehabt. Mit, habe ich euch auch schon gesagt, es ist so eine Art von Ponderosa, die Wolle habe ich gekauft, handgefärbt. Dann habe ich mir eine Strickanleitung gleich dazu gekauft, die ich dann verworfen habe. Das Tuch habe ich bis heute auch noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, die muss da oben irgendwo drin sein. Und da habe ich meine ersten Chiagu-Nadeln, weil da war ein Händler, der hat Chiagu-Nadeln vertrieben. Und da habe ich gedacht, die brauche ich auch. Und seitdem stricke ich ja gerne mit Chiagu. Dann sind mal ein, zwei dazugekommen. Ja, und so hat sich das entwickelt.
Und da habe ich meinen ersten Strang handgefärbte Wolle gekauft. Da waren wir in Hamburg, in dem, da war Steven West da. Ich weiß, das war so ein komisches Rondell und da waren unten und oben. Weil beim nächsten Mal waren wir ja woanders in Hamburg. Ich war ja schon 3 oder 4 Mal in Hamburg bei Wollfesten. Also, das war das allererste, genau. Steven West habe ich da kennengelernt und ja, ich kannte ihn nicht. Ich hab's nur, ja, er ist so an uns vorbeigezischt und hat dann irgendwo was gezeigt. Ich meine, ich war nicht in einem Kurs drin oder so, aber er hat da wahrscheinlich irgendeinen Kurs gegeben. Und da hat man denn mit anderen, das war auch gleichzeitig, ich glaube, es war gleichzeitig auch das Reveille-Treffen damals. Das war Reveille und Wollfest Hamburg zusammen. Also wer eventuell auch da war, da bin ich auch schon rumgeschwirrt. Und ansonsten, ja, man kann auch auf Reveille, seid ihr ja fast alle, kann man ja mal gucken bei Wollfesten oder Reveille-Treff und dann das Jahr, weil ich weiß es jetzt echt nicht mehr, wann es gewesen ist, 16, 17, ist mir entfallen. Aber da habe ich meine handgefärbte Wolle, wie gesagt, und dann hat mich das Thema handgefärbte Wolle ja, wie gesagt, nicht mehr losgelassen. Dann war ich sozusagen infiziert und habe dann in 17, 18, Ende 17, 18, so in dem Dreh, da habe ich dann, ich glaube, in 17 habe ich angefangen für mich und so für Bekannte Wolle. Ich bin ja nun schon lange nebenberuflich, hab ja viele Sachen schon gemacht als Selbstständige. Erzähle ich gleich. Jetzt kommen wir zu dem Pullover. Ein Langarmpullover und es war, da habe ich mal irgendwo eine Anleitung gesehen auf Pinterest oder so. Die fand ich so irre. Also auch mit angestrickt. Also ich kann's, aber und dann wird der so gestrickt, ich in so ein Teilen, vorne die Sachen werden so in Teilen gestrickt und auch zusammengenäht. Und unten dadurch ist einer, na, wie kriege ich es jetzt hin? Ups, eine Seite ist länger, das ist ja die fast die Mitte. Ja, die Mitte ist das hier, die ist kürzer und das Teil wird dann länger gestrickt. Fand ich damals irgendwo ganz toll, aber ich ziehe den Pullover echt nicht an. Ich weiß nicht, ob nicht. Aber zum Wegschmeißen ist er mir zu schade. Außerdem ist die Naht natürlich auch, ja, ich und Nähen, ne? Ich habe die, wenn ich was zusammengenäht habe, habe ich das wirklich so einfach genommen und dann habe ich das so zusammengenäht. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass es so einen Maschenstich gibt. Ich habe das so wie hier so einfach so lang und dadurch sieht das natürlich vorne dann auch eben dementsprechend aus. Ich meine, es ist eh bloß so ein Schlamperpullover, aber und es ist auch irgendwie eine Poliwolle. Liegt auch schon ewig im Schrank. Ist aber jetzt bei euch kommt es türkis. Es ist mehr ein Grünton. Also das sind wieder diese Farben. Türkis, grün. Aber wie gesagt, mich hat damals dieses Strickmuster oder dieser Pullover so gereizt. Im Grunde genommen, dass man, wie ich das gestrickt habe, kann ich euch bis heute nicht sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das wieder hinkriegen würde wollen, dass ich da eine Sache länger mache, weil hier sind ja, ich glaube, ich habe denn den Streifen damit eingestrickt. Ich kann es euch nicht sagen. Absolut nicht. Aber das ist auch so ein Teil, wie man so sieht. Und naja, ganz sauber gestrickt habe ich damals auch noch nicht. Aber das ist so, den ziehe ich ab und zu mal im Garten an. Wenn wir draußen auf der Terrasse sitzen und abends es dann kühler wird, dann habe ich den an. So,
Genau, und wir waren jetzt bei 2017 hat es angefangen, genau. Da habe ich dann Wolle so erstmal probemäßig für mich und da war ich schon beim Stricken bei uns hier da in Frankfurt-Oder, in dem Ort, gibt es ja diesen Stricktreff, wo ich bin, was ja jetzt auch wieder langsam anfängt. Und ja, dann habe ich da mal so meine selbst gefärbte Wolle und die fanden das auch alle ganz toll. Und da bin ich mal einen Strang losgeworden oder auch mal zwei. Und dann habe ich gedacht, ja, auf Wollfesten siehst du das immer wahnsinnig gut besucht, sind ja diese Farbverlaufsbobbel. Da schlagen sich ja alle drum und eben halt die handgefärbte Wolle auch. Das muss doch wohl eventuell so, naja, Marktlücke in dem Sinne nicht, weil es gibt ja hunderte von, na hunderte vielleicht nicht, aber doch, ich glaube schon hunderte kleine Handfärber in Deutschland gibt es garantiert, über 100. Natürlich auch ganz große, an die man eh nicht rankommt, aber ja. So groß müssen wir ja auch gar nicht werden, dass wir nachher 5, 6 Angestellte brauchen oder so. Dann artet es ja wieder aus. Es soll ja Spaß machen. Und mir macht das Handfärben Spaß. Und ich habe schon mal früher Wolle angefangen. Also ich glaube 2014 habe ich mein Nebengewerbe angemeldet. So Internetversandhandel und da musste man das angeben, da war das noch nicht so ganz. Und da habe ich dann über, na, wie hieß die Plattform, die zugemacht wurde? Nicht, Davanda, genau, bei Davanda. Aber wie gesagt, ob nur Davanda oder jetzt Etsy oder so, genauso mit eBay. Habe ich auch alles probiert. Aber ich habe so eine schlechten Erfahrung in dem Sinne, ich mag das nicht, wenn ich noch irgendwo, der kriegt noch Gebühren ab, der kriegt noch, das reicht schon so. Ich möchte meine Versandkosten selber bestimmen und deshalb habe ich damals angefangen mit einem ganz, ganz kleinen Online-Shop und zwar bei Jimdo. Da konnte man auch bloß, glaube, das war die kostenlose Version. Zum Probieren hat es voll ausgereicht. Also ich habe schon etliche Shop-Systeme durch. Und bei Jimdo war es so, da hast du die ersten, glaube, hast du 10 oder 20 Produkte frei gehabt. Und dann hat man ja noch mit, das so ein bisschen mit der Kategorie, also viel hatte ich ja damals auch nicht. Und da habe ich dann angefangen und habe mir meinen eigenen Shop sozusagen aufgebaut. Und den Namen habe ich mir damals auch, ja, ich habe mit meinem Mann gesessen und wir haben hin und her überlegt, wie könnten wir sage ich jetzt schon. Irgendwann steigt er ja mit ein, hat er schon gesagt. Er will Geschäftsführer werden bei mir. Und ja, dann haben wir gesessen und dann haben wir alle möglichen Namen und es sollte was sein, was sich auf Wolle bezieht. Es sollte aber auch was sein, was sich auf unsere Region hier bezieht. Und da habe ich gedacht, was hältst du denn davon, Oderdeichscharf? Weil ich wohne direkt am Oderdeich, also es sind ungefähr, na okay. Ich bin immer schlecht mit Schätzen. Sind es 2 Kilometer? Also wenn ich laufe das dauert ja doch ein bisschen. Aber ich habe ja schon öfter mal Bilder reingesetzt. Also unser Dorf liegt ja fast also wir sind oben, dann geht's ganz steil runter und dann kommt unten die Lohse, heißt es bei uns. Und dann, da sind Felder und noch ein paar Gehöfte. Und dann kommt schon der Deich und die Oder. Also kann man schön spazieren gehen, Fahrrad fahren, alles super toll. Und deshalb habe ich gesagt, okay. Und dann war die Idee Oderdeichscharf geboren. Und die ist bis heute geblieben. Genauso sieht's aus. Und ich finde
finde, der Name passt super. Okay, viel haben mich auch manchmal angesprochen, ob ich richtig bei oder Deichscharf, haben gedacht, ich halte Schafe und so, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt nochmal umbenennen möchte. Ich es eigentlich nicht, weil irgendwo hat sich der Name so ein bisschen etabliert oder wie man dazu sagt. Ja, sind jetzt 3 Jahre, die jetzt schon durch YouTube und also Jimdo war dann abgeschlossen und dann bin ich, glaube ich, zu Strato gewechselt. Da gibt es ja auch erstmal so eine Basisversion. Ich weiß nicht, ob noch irgendeiner dazwischen war von 1 und 1 oder so. Also im Grunde genommen sind bei mir, ich habe nicht so viel technische Kenntnisse. Ich kann mir kein Online-Shop selber erstellen und Grafik und das einfügen. Also ich brauche immer so eine Art Baukasten. Und der im Moment passt da mir noch. Manche Sachen finde ich natürlich, ja, ich würde gerne die ganze Seite ein bisschen schöner gestalten, grafischer so. Aber gibt dieser Shop halt nicht her oder ich bin zu blöd. Aber so im Großen und Ganzen bezahle ich meine, glaube 35 € im Monat. Und ich kann, wie gesagt, einstellen, was ich will. Ich kann die Versandkosten, ich kann Rabatte machen, ich kann Gutscheine machen, ich kann ja, und das ist ideal für mich. Ich kann so im Grunde genommen so viel Waren einstellen, wie ich möchte. Ich kann in den Kategorien basteln. Seht ihr ja, ändert sich ja ab und zu mal. Jetzt habe ich es wieder ein bisschen versucht, eventuell übersichtlicher zu gestalten. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt ein bisschen besser gefällt. Aber so hat sich das Ganze entwickelt. Und dann, wie gesagt, habe ich mit dem Handfärben angefangen, immer Step by Step. Und jetzt ist es, wie gesagt, so weit, dass es jetzt schon ein nicht mehr Kieselstein ist, sondern es ist jetzt schon etwas größer geworden, worüber ich wahnsinnig dankbar bin. Es macht wahnsinnigen Spaß. Aber wie gesagt, ich jetzt an der oder vor der Entscheidung stehe nur noch, weil beides zusammen, wenn man möchte, dass das Unternehmen ja auch noch ein bisschen wächst. Und ich merke das ja auch, alles neben der Arbeit abends, wenn ich sagen wir, 4:30, 5 bin ich zu Hause. So, dann fängst du noch an mit Wolle färben. Dann bist du abends um 10 oder so fertig. Dann musst du trocknen, dann musst du sie labeln und das alles. Und so hättest du das alles am Tage und kannst dir das besser einteilen. Okay, ich habe jetzt die kleine Sockenanleitung fertig, aber ich habe ja auch noch 2 Tücher, die ich fertig machen muss. Ich würde auch gerne mal einen Pullover machen. Ich habe so viele Ideen im Kopf, aber das schafft man halt nur, wenn man eben halt sagt, Cut, entweder oder. Und zu 99,9% wisst ihr ja, habe ich mich ja entschieden. Jetzt habe ich noch 3 Sachen, die ich gestrickt habe. Und das ist auch wieder ein RVO. Auch ganz stinknormal mit einer Raglan-Linie. Das ist irgendwie so ein Glitzer. Ich glaube, den habe ich auch gestrickt schon während YouTube. Ich habe aber nicht mehr so. Also wie gesagt, das ist ja immer so mein Rezept, um dass er ein bisschen enger ansitzt. Also es muss nicht immer alles so weit sein. Eine schöne Raglan-Linie. Das Bündchen habe ich so, ja, ein bisschen wellte sich noch, aber dadurch, dass hier kraus rechts ist und es ist so eine Glitzer, das ist so eine Wolle. Ich kann euch auch nicht sagen, was das für Wolle gewesen ist. Entzieht sich meiner Kenntnis, aber der Pullover ist eigentlich wunderschön. Warum ziehe ich den nicht an? Ich weiß es nicht. Entweder ist noch nicht genug Luft drin. Oder er lag bloß im Schrank ziemlich weit hinten. Ja. Denn ich werde mal so lang jetzt falten. Die Falten sehen, sieht man ja.
Dann hatte ich mal eine Strickjacke. Jetzt wäre das ja sehr modern, Crop-Top-mäßig. Also mir ist sie echt zu kurz. Aber so mal überm Kleid. Ich finde das schön. Und das Muster habe ich. Ich habe diese richtig nach Anleitung gestrickt. Ich hatte davon auch noch Wolle, aber die wird von unten nach oben gestrickt. Die Jacke. Das Einzige, wie gesagt, ich glaube, die habe ich schon mal bei YouTube gezeigt, weil das ist Wolle noch von meiner Oma. Das Einzige, was ich selber gekauft habe und was eigentlich auch ganz schön teuer war, waren diese Knöpfe. So, ich habe sogar einen Kragen dran gestrickt. Ach Mensch, ich muss es ja runterhalten, wenn ich das oben so. Icke wieder. Also mit Kragen. Und dann ist es dieses Muster. Sieht ähnlich aus wie Brioche. Hier oben sind die Streifen immer dichter und hier unten, wie gesagt, wird es dann weiter. Und das fand ich damals bei dieser Jacke so toll. Das ist auch aus irgendeiner Zeitschrift gewesen. Der Ärmel wird dann auch gleich so mit rangestrickt. Also man nimmt dann sozusagen zu, sodass man nur zwei Teile hat. Hat man zwei Teile? Drei Teile hat man ja. Genau, ist ja eine Jacke, drei Teile. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, und ein bisschen leider Gottes ist sie mir zu kurz. Und vorne das mit der Knopfleiste und mit dem angestrickten Bündchen gefällt mir auch noch nicht. Da ich die ja als Jacke sowieso nicht so trage, bin ich schon am Überlegen, ob ich das hier schön, dann soll es nur so eine angedeutete Jacke. Man kann es ja auch wie ein Pullover anziehen. Weil das klappt mir immer um. Entweder liegt das an der. Wisst ihr, was ich meine? Dass man hier kommt es immer nicht, weil ich zu fett bin, sondern weil das irgendwo nicht so richtig gestrickt wurde. Aber da werde ich mir noch mal eventuell was einfallen lassen. Das wäre das. Und dann habe ich noch mal, was ich euch letzte Woche in die Kamera gehalten habe, davon habe ich ja noch mal eins gestrickt. Diese Weste. Und das ist so ein komisches Bändchengarn. So ein ganz komisches Buckli mal mit. Und da sieht man ja, also wie gesagt, ist wirklich bloß so mit, weiß ich nicht, ob ich hier zwei, sind es zwei Maschen gewesen? Kann schon sein, zwei Maschen, also mit großen Umschlägen. Und das ist genau das gleiche wieder, diese Weste. Die in diesem Rechteck. Und die wird ja dann einfach nur so umgeschmissen. Ups. So. Und dann wird es hier vorne so zusammengemacht. Dann fällt das ja so. Und dann hat man hier hinten ist es ja gerade. An der Seite wird es dadurch, dass es ja der gerade Schnitt ist, zippelig, also hängt runter. Und hier oben wird es dann bloß mit einer Tuchnadel zusammengehalten. Und damit sind wir jetzt durch. Das war so mein Ausflug in meine Vergangenheit übers Stricken, da euch das ja interessiert hat. Ein paar alte Modelle, die ich euch gezeigt habe, die ich mal gestrickt habe. Wie gesagt, viel ist ausgewandert. Ich sehe gerade, aber die hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Meine allerersten Handstulpen, die ich mal gestrickt habe. Sorry, die liegen nämlich hier im Regal. Ich weiß gar nicht, warum die da im Regal liegen. Ganz, das sind wirklich, also die sind schon Asbach uralt, denn das Garn, das war ein Bobbel, aber so ein melierter. Also da ist nicht hier so ein Farbverlauf, sondern da sind denn
fünf, sechs Feen, ganz kunterbunt. Und der wurde so gewickelt und das waren meine allerersten Handstulpen, die ich damals gestrickt habe. Und ganz einfach, da konnte ich noch kein Daumenkeil stricken. Die sind bestimmt schon 10 Jahre alt. Das Garn habe ich mal irgendwann so ein Bobbel, so ein Ding, habe ich mal bei eBay ersteigert und habe gedacht, ja, was ich aus dem Rest gemacht habe, kann ich euch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, war auch mal irgendein Pullover oder irgendwas weg. Aber die habe ich wirklich sehr gerne. Und man sieht es auch, die werden viel getragen. Das ist schon hier so richtig dolle ausgeleiert. Aber so ein richtiger schöner melierter Ton. Und ich mag so eine Bobbel. Also ich mag ja Farbverlaufsbobbel, aber ich mag so eine Bobbel natürlich auch. So, das waren das. Und jetzt sind wir eigentlich schon durch. Wie gesagt, 3 Jahre YouTube hat Spaß gemacht, sind etliche Erfahrungen. Ich habe nette Kontakte geknüpft und mich selber, wie gesagt, weiterentwickelt habe, wie YouTube guckt und bei anderen mit reinguckt. Man traut sich dann mehr zu, weil man denkt, es sieht doch gar nicht so schwer aus. Müsste man doch eigentlich auch hinkriegen. Ja, und da habe ich viel ausprobiert und wie gesagt, meine Liebe zum Les entdeckt, meine Liebe zum Brioche entdeckt. Und Sockenstricken hatte ich ja, wie gesagt, gelernt, kurz bevor ich mit YouTube angefangen habe. Und da habe ich jetzt auch schon, wie gesagt, etliche verschiedene Möglichkeiten, Fersen. Da entwickelt man sich ja immer weiter, probiert wieder was Neues aus. Ja, das waren eigentlich so die Sachen, die ihr so gefragt habt. Am liebsten, wisst ihr ja, stricke ich Tücher. Und ja, und dann kommen schon die Raglan. Aber so Tücher, da kann ich mich so richtig austoben. Ich mag ja so entweder so wie dieser Linus, was ich jetzt stricke, das Tuch, was so ein bisschen schmaler ist. Also so ganz, ganz tiefe finde ich auch sehr schön, stricke ich auch wahnsinnig gerne, aber trage ich nicht gerne. Dann hängen sie hier oder liegen oder so, oder ich verschenke sie. Stricken mag ich das auch sehr gerne, aber für mich ist das vom Tragen her immer so ein bisschen okay, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und dann hast du hier so ein Tuch und dann, nee, das ist so, also so ein, wenn man ein Tuch um hat, was man jetzt nur draußen im Winter, dann kann es natürlich nicht dick genug und groß sein. Aber wenn man das so als Accessoire umlässt, dann habe ich gerne irgendwelche leichten Tücher, die man dann wirklich auch umbehalten kann, einen Tag über. Ja, ich hoffe, ich konnte euch oder eure Neugier ein bisschen stillen und ihr habt kleinen Einblick bekommen, wie es sich bei mir so alles entwickelt hat. Das hat euch ja sehr interessiert. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Also, ich würde wahnsinnig gerne, das hatte ich jetzt die letzten paar Male immer vergessen und deshalb nicht gemacht. Ich mache auch noch, das kann ich nur am PC, das kann ich mit dem Handy leider nicht, sonst hätte ich das zwischendurch auch noch mal nachgeholt. Ich würde gerne am Sonntag so, naja, wenn wir keinen Besuch bekommen, so einen Livestream machen. Weil ich habe mal wieder Lust, mit euch zu plauschen und entweder
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch am günstigsten ist. Also abends Tatort ist bei mir heilig. Da könnte ich nicht. Aber wir könnten sagen, so um 6:30, von um 6:30 bis, sagen wir, 7:30, 7:45 könnten wir uns zusammentun und könnten wieder hier über YouTube mal so einen Livestream machen. Den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ja, wenn ihr Lust habt, ich mache nachher noch so eine Ankündigung mit der Uhrzeit und dann könnt ihr ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, mal dazukommen. Dann wird wieder geguckt, aber ich krieg das alles hin mit dem Lesen und so. Schaffen wir schon. Bei uns bewölkt es sich jetzt natürlich wieder mal. Also es ist total blödes Wetter. Der Mai ist kein schöner Mai. Das wollte ich nämlich echt noch loswerden. Also Sonntag, ich denke mal so 18:30 in dem Dreh. Jetzt regnet es. Machen was. Dann bin ich durch mit dem Armbrot. Mein Mann guckt dann eh Fernsehen oder so. Da ist dann nichts mehr. Weil am Nachmittag weiß ich nicht, ob wir irgendwo hinfahren, wie das Wetter wird und so weiter. Und ihr habt ja auch zu tun. Aber so nach dem Armbrot, da ist vielleicht so die Zeit. Der ein oder andere hat vielleicht Lust und Zeit und kann mit dazu stoßen. Würde ich mich freuen. Ansonsten verabschiede ich mich. Bleibt schön gesund. Wir sehen uns dann entweder Sonntag oder nächsten Freitag. Bis dahin, Tschüssikowski, eure Kiwi.